Willkommen zurück zu Oceanhorn. Wir sind in den Witherlands, Pirata Desert. Wir haben unsere Bomben eingesammelt und werden jetzt gucken, wie wir hier weitermachen dürfen. So, ich denke, ich sollte jetzt hier vielleicht nicht Sachen herumschleppen, genau. Wir sind eh schon langsam genug. Ich denke, das war hier gleich hier vorne. Watch out for Goblins and Ogre. Haben wir Ogre schon mal angetroffen? Ich glaube, ja. Das sind einfach nur die, die ein bisschen mehr austeilen konnten. So, zum Beispiel auch hier interessant, der Typ, der beim letzten Mal uns gesagt hat, hey, wie kann man nicht weiter, ist jetzt auf einmal nicht mehr hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier ablaufen soll. Denn ihr seht, wir können das hier nur pushen. Ah, okay. Denn ich dachte, wir explodieren wirklich nur oder sprengen nur diese Kisten weg. Dementsprechend konnte ich mir da nicht vorstellen, so wie das angeordnet war, wie man das hätte richtig machen sollen. Habe ich irgendwas übersehen? Da unten waren wir drin, glaube ich. So, wenn ich das hier... Achso, wenn ich das pushe, kann ich den vermutlich runterpushen. Ja, okay, ich musste kurz überlegen. Dachte, dass man vielleicht das hier nicht runterpushen kann. Und dementsprechend war ich mir nicht so sicher, wie man hier überhaupt weiterkommt. So, nicht vergessen, wir können unser Schild einsetzen, genau. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir hier? Auch interessant natürlich, man kann sich immer so ein bisschen umgucken, auch wenn das relativ übersichtlich von der wirklichen Möglichkeit ist. Aber ab und zu vielleicht hilft das vielleicht schon. Und ich frage immer oder wundere mich, wann irgendwann mal hier sowas versteckt wird. In irgendwelchen Ecken, wo man erstmal so gar nicht hingucken kann. So. Gucken, wie viel so ein Fass ins Gesicht ihm einen Schaden anrichtet. Ja, doch einiges. Nope. Nicht mit mir. Okay, wieder ein bisschen Erfahrungspunkte dazu. Natürlich, wie ihr vielleicht schon ein bisschen realisiert habt, ich werde diese ganzen Seefahrten... Warum kann man... Ah, hier kann man einfach nur runter. Diese ganzen Seefahrten werde ich überspringen, außer es passiert wirklich etwas Interessantes da drin. Denn es ist wirklich nur von A nach B... Oh, einer mit Pfeil und Bogen. Von A nach B schippern, gelegentlich ein paar Gegner umnieten, was eigentlich nur Taste-Spam ist, bis es umkippt. Und sonst ist da nicht viel Strategie dahinter. Man steuert nicht selber. Und dementsprechend ist es meines Erachtens auch nicht allzu interessant. Oh, das sollte ich vielleicht nicht machen. Okay. So, ich bin mal so frei und nutze nicht irgendwelche Bomben dafür. Au. Au. Au, goddammit. Auf einmal ist hier so aggressiv auf mich losgelaufen. Interessanterweise habe ich ein Leben dadurch verloren oder nicht zurückbekommen. Warum habe ich dem gerade keine Schaden angerichtet? Vielleicht ist es Absicht, dass die am Ende so ein bisschen aggressiver werden. Das ist auf jeden Fall nicht allzu gut von meiner Seite aus. Oh boy. Ich will einfach wissen, ob ich den... Oh, nicht so, okay. Achtung, also Pfeil- und Bogenschüsse sollte man vielleicht nicht versuchen zu tanken. Das geht nicht lange gut. Oh Gott, nicht wieder so ein Flugvieh. Jetzt hat er das natürlich überlebt. Ich habe ja nichts mehr zum Werfen in der Nähe. Goddammit. So, aber die Dinger sind einfach zu besiegen. Immerhin. Da kann man noch runter. Warum sollte man da runter? Will ich mal jetzt ganz kurz nicht herausfordern, einfach weil ich nicht den Weg wieder hier hochrennen möchte. Also, hier kann ich hoch. Da ist auch wieder eine Art Eingang oder ähnliches. Und da sollte ich auch scheinbar hin. Dann will ich da eigentlich noch nicht hin, denke ich. So merkwürdig. Ich habe immer das Gefühl, ich wäre da schon irgendwie unten gewesen. Aber dadurch, dass es alles sandmäßig ähnlich aussieht, täuscht es einfach. Get lost! Mal gucken wir uns trotzdem vorher mal kurz um. Nope. Das Wasser ist schon wieder so einer. Und da sind super viele Gegner. Holy... Haha, ich kann den so... ein bisschen kann ich dadurch prügeln, aber... auch nicht wirklich. So, Schild sollte ich jetzt... Ah! Da war ich aber eigentlich weit weg, dachte ich. Also ich freue mich, wenn ich irgendwie Pfeil und Bogen bekomme und dann halt... die mir so überhaupt kein Problem mehr bereiten. Ja gut.
AP dazu bekommen. Also wieder alles wieder eingespielt. Achso, jetzt kommen wir hier einfach nur den langen Weg drumherum. Okay. Also, das mit dem aufgeladenen Schlag ist fies, denn wie man sieht, ich muss erstmal wirklich... Lass mal ganz kurz aufladen, dann zeige ich das nochmal. Ich kann nicht drücken. Ich muss erst einmal zuschlagen und dann das machen. Also es gibt nicht die Möglichkeit, einfach schon so vorbereitet reinzugehen. Er macht immer erstmal diesen einen Schlag. Und das hat mir dann halt so ein bisschen die Möglichkeit genommen, das cool zu lösen. So, meine Frage ist, wo ist diese verdammte Kiste da unten? I don't know. Und ich will es jetzt nicht einfach versuchen, indem ich da runterplumpse. Da kann ich theoretisch runterfallen, wenn ich wollte. Tue ich mir das an, ja oder nein? Ich denke, ich kann es ruhig mal machen. Desert Caverns. Das ist ein Reset. Okay. Muss einfach nur warten, bis der ein bisschen näher rankommt. Das kann ich auch noch mitnehmen, oder? Ja. Man muss einfach nur näher ran. So, das soll vermutlich hier hin. Das heißt, rausschieben, bis ich das kann. Gut. Ist hier irgendwas, was ich beachten muss, außer clever schieben? Scheinbar nicht. Okay, bitte fragt mich nicht... Ich hab dich spawnen sehen. Bitte fragt mich nicht, wie ich da hätte hochlaufen können. Hi? Kann man dir helfen? What are you? Ich warte mal ganz kurz ab. Denn scheinbar dreht er sich automatisch, nicht wenn ich da bin. Okay. Ha. Okay, das wirkt so ein bisschen, als wäre das der richtige Weg. Dementsprechend bin ich mal kurz so frei und gehe dann in diese Höhle da rein, die wir jetzt hier am Anfang gesehen hatten. Okay, die kleinen müsste ich ja respawnen, aber halt nicht der große. Damit kann ich leben. Ja, damit. Wunderbar. So, was ist hier? Desert Caverns. Mehr davon. Und ein Heartpiece. Okay, also das ist vermutlich der Endweg, ja. Das ist wieder so ein komisches... Was auch immer es ist. Aber aktuell komme ich da nicht ran. Okay, dann gehen wir weiter... Oh, schön. Richtung Festung. Wo wir schon mal angefangen haben, Sachen aufzumachen. Ach, jetzt bist du respawned. Schön. Goddammit, weil ich angegriffen habe... Das ist auch fies, wann die Regeneration anfängt, denn gefühlt dauert es zu lange. Oh, wow. Das war fies. Der wurde dreimal von dem Stein getroffen und ist dementsprechend super schnell draufgegangen. So, jetzt will ich noch hier oben gucken, ob hier noch was ist. Okay. Ja, erstmal zurück, denn dafür habe ich jetzt einen Ticken zu viel Schaden genommen. Tihihi. Und herausgenutzt. Sehr gut. So, da sind wieder diese scheiß Viecher. Einfach aufpassen. Mit Schild oben passiert mir erstmal nicht viel. Außer er schafft es irgendwie, hinter mein Schild zu kommen. Und... Operate these blocks from the guard tower. Interessant. Sollte man das? Denn wenn man so hier sieht, sieht es aus, als sollte man darüber springen. Und für mich ist es der Witz, dass man nicht die runterfahren lässt, sondern... nach vorne und nach hinten fahren lassen sollen. Oh boy, hi. Zum Teil stellen die sich schon leicht dämlich an. Weil die immer stehen bleiben, bevor sie angreifen, dass es mir genug Zeit gibt, um rückzulaufen. Ah, von hinten. Unfair. Tihi. Jetzt hau ich dir einfach auf die Fresse. Ja gut. Das sah gerade so aus, als hätte ich ihm auf den Kopf gehauen. Mit dem Kopf gehauen. So, das hat es noch nicht getan. Hier ist noch was, aber ich weiß nicht, wie ich das kriege.
Das ist einfach nur zum Runterschubsen. Okay, dann muss ich erst dahin. Weiß nicht, warum ich dem helfe, aber ich mach's, weil ich's kann. So nett bin ich dann doch wiederum. Aber vorher... kann ich nicht runterplumpsen. Warum kann ich da nicht runterplumpsen? Yay! Bomben! Wo ich eh nur 5 als Maximum haben darf. Und es ist auch hier wieder interessant. Hier endet die Karte bereits schon wieder. Hier kann ich sie runterspringen. Release the Dire Folk Prisoner. Dann. What's that look on your face? Never seen an Oru before? I'm grateful that you saved me, but I must be going. Come to see me on the other side of the desert. I'm at my hideout. Statues are the key to my place. My name is Rigger. Alles klar, Rigger. My Rigger. You're a rookie adventurer. Yay. Nun kann ich 10 Bomben auf einmal haben. Sweet. So. Hi. Genau, was ich mir erhofft hatte. Dass die tatsächlich ebenfalls davon Schaden nehmen. Okay, sehr gut. Stairs to the Guard Tower. Mhm, erstmal hier gucken. Mehr Bomben. So, das ist ein bisschen die Frage, ob man Bomben theoretisch auch gut nutzen könnte, um Gegner zu besiegen. Aber gegen die Gegner will ich das ehrlich gesagt noch nicht so verwenden. Hey, 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 nein, 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 nicht den Weg gehen. Hier, ja, hier, genau, yes. So doof. Schön den dummen Weg gegangen. Gurgnok, stop drinking tar juice. So take your band of goblins and come to the hideout. We are preparing to raid Tikarel. Uh-oh. It's time for your gang to stop being useless. Oh boy. Tikarel, da kommen wir her. Und es ist die Frage, ob die noch immer noch wirklich hier sind. Oder ob die in der Zwischenzeit wirklich dahin gegangen sind. Sonst, ich glaube nicht, dass man das Ding hätte hier so schieben können, um da hinzukommen. Weil einfach hier das dann in der Ecke drin wäre und man nicht ziehen kann. Also das ist wirklich nur, wie das Schild sagte, durch den Guard Tower machbar. Ja, gucken wir mal, was hier so Feines los ist. Ah, ein Schalter ist hier los. Okay, also der Witz ist wirklich, dass man das erstmal nur runter macht. Und nicht versucht, irgendwie zu bewegen. Ah, yep. Oh, die Dinger wieder. Bin mal gespannt, ob man die vielleicht tatsächlich irgendwie mit Bomben clever machen kann. Mal gucken, ob ich die irgendwie abwarte. Sollte ich vielleicht machen. Komm an. Komm in meine Ecke. Inzwischen mache ich das hier kaputt. Oh boy. Ah, sehr schön. Au! Du Drecksack. Ich hatte den so überhaupt nicht auf dem Visier. So, jetzt will ich mal ganz bewusst... Okay, also der kann wirklich nicht einfach terrormäßig schießen, wie er lustig ist. Ich aber dafür schon. Na gut. Ist hier oben irgendwas Interessantes? Nope. Nope. Da hat die Ausdauer ausgereicht, um den noch chargen zu können. Und ohne Probleme zu besiegen. So, hier sieht es aus, könnte man runterplumpsen. Aber ich versuch's mal ganz kurz nicht. Zum Zurücksetzen sowie Statuen. So, was soll ich mit euch Statuen machen? Offensichtlich ist es erstmal noch nicht. Ha. Den kann ich zum Beispiel nicht dahin schieben. Kann ich da durchlaufen? Nope. So, und jetzt will ich wissen. Ha, okay, da. Ich dachte erst wirklich, dass wir den da unten hinschieben müssen. Das ist das Fiese, wenn halt die Plattformen alle gleich aussehen. Beziehungsweise es allgemein keine wirklichen Hervorhebungen gibt. Hm. Oh. Auf einmal ist eine andere Uhrzeit. Oder zumindest der Nebel ist weg. So, ich bin mal so frei und erkunde erstmal noch nicht, sondern gehe sofort hier in das Haus rein. Guten Tag. Dude, du hast Ratten hier. Ich kümmere mich mal kurz drum. Das Ding kann man schütteln, wie man möchte. Aber passieren tut dabei nichts.
Vor allem können wir es auch nicht schieben. Okay, where am I? Ich meine, es ist schön hier, aber du bist nicht hier und dementsprechend ist es mir egal, wie es hier aussieht. Kann auch nichts mitnehmen. Okay, toll. Dann gucke ich mich halt dann trotzdem nochmal um. So. House of Rigor and Boldwing. Boldwing. So, hier ist nichts. Da kann man auch nicht runterfallen. Vielen Dank dafür schon mal. Oh, hier sind Leute draufgegangen. Und zwar... Rest in Peace. Boldwing. Oh no. Text to one out to be read. Das wäre lustig, wenn da... Rigor dabei gestanden hätte. Wenn das gar nicht der gewesen wäre. Oder wie auch immer. Thank you for saving me from the direful camp. I'm sorry I had to leave so fast. I would like you to have this. It's just a simple spell, but I have saved me from trouble many times. I am the last of my species, as forests of Beata withered away. So did my people. 50 years ago, I witnessed my brother dying in a battle far from our homeland. I become the last. Thanks to you, I still have good years left. Are you telling me you are searching for the emblem of Earth? It is an oral artifact. In the center of Great Forest was a shrine where the Orus traveled to purify and meditate. The emblem of Earth was the heart of that shrine, and its power flowed into my people and the forest. But when the darkness of the catastrophe hit, a man in a dark cave offered his help to the Orus. He bought a seed. Shrine, and the seed started to grow violently. Now Termas, a demon plant, has taken over the shrine. The shrine is located on a nearby island that used to be a part of the Perta continent. Travel to Great Forest. Those lands belong to us Orus. The spirits of our ancestors rest there. Okay, also, hier ist gar nicht der Schrein, sondern einfach nur hier in der Nähe. So, jetzt wäre es ganz schön gewesen, was wir... New Island Revealed, ja, okay. Also, wir sind hier schon wieder durch. Und wir haben irgendwas Neues bekommen. Sektocast. Okay, wir haben Stein geworfen. Das ist the last tree standing in Wizard's Land. As long as it stands, there's still hope. So, bitte fragt mich jetzt nicht, wie ich Mana wieder regeneriere, denn... Ups, ich habe gerade auf den letzten Baum eingeprügelt. Das wäre vielleicht... Ach so, also jetzt finde ich auch Zeug, was meine Mana wiederherstellt. Bin mal gespannt, ob dieses Element in diese Zaubersprüche als Element zu Puzzles hinzugefügt werden. Oder ob das einfach nur eine Möglichkeit ist, so spielen zu können. So, hier wird irgendwie ein Gegner angezeigt, aber er ist definitiv nicht in unserer Reichweite. War da oben jetzt noch irgendwas anderes? Das sollte ich vielleicht noch ganz kurz gucken. Denn ich will nichts übersehen und dann halt ein zweites Mal herkommen müssen, nur weil ich zu dumm war, richtig mich umzugucken. So, hier hatten wir geguckt gehabt. Haben wir da oben? No. Ich schätze es wieder zurück. Okay. Zurückgestellt ist zurückgestellt. Hier oben ist nicht wirklich was. So, dann. Wo geht es da in der Höhle hin? Kommen wir da zu dem Heartpiece vielleicht hin? Weil das wäre dann noch eine schicke Belohnung am Ende. Dafür, dass wir hier hingekommen sind. Ah, da sind Caverns. Sind also auch wieder Gegner, die auf uns warten. Okay, wieder diese komischen Pokémon-Rejects. Das ist echt schwer zu sagen, denn ich dachte, den könnte ich zum Beispiel gar nicht treffen. Auf einmal treffe ich den ohne Probleme. Bomben. Warum kann ich die zum Beispiel nicht bewegen? Und den wiederum schon. Ich meine, ich nehme es an, solange ich durchkomme. Aber ideal sieht anders aus. So, da oben. Kann ich hier? Ich komme da runter. Es sah erst aus, als wäre das wieder so eine Möglichkeit, einfach nur nach unten zu flüchten. Falls man irgendeinen Fehler gemacht hat, aber...
Wenn da eine Treppe daneben war, dann wäre es ja komisch gewesen. Hier auch schon wieder. Also aktuell weiß ich einfach noch nicht, was ich mit diesen komischen Steinchen da anfange. Oh, hier. Ja, schön. Hier vorne der Handpiece. Collect 4. Yep. Increase HP. Was haben wir jetzt eigentlich dabei? 3. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann begeben wir uns... Denke ich dann doch nochmal kurz weiter. Ganz kurz hier runter. Und dann hier hin. Denn hier ist noch was. Außer Gegner natürlich. Was man sich hier so angucken kann. Hier zum Beispiel auch so interessant, dass das hier da ist, aber es tut nichts. Einfach nur Deko. Force Spell summons an object to a spot you choose. It can't be used to interact with things you cannot reach. Hehehe. Das ist schon durchaus nett. Und das Schöne ist, man kann den Stein dann auch behalten und weiter nutzen. Das heißt also... Mhm. Oh, schön. Einfach dahin geworfen. Hat's auch schon getan. Schön. Hey, Ringer, I insert this button so that you can use it with your spell. You don't need to worry about the Firefox using your shortcut. Tja, aber ich hab's auch einfach genutzt, indem ich einfach was hingeworfen habe. So, die Frage, ob man das hätte mit einer Flasche oder ähnliches auch machen können. Weil dann wäre das nicht ein wirklich guter Shortcut. Ich meine, vielleicht von draußen, wenn man versucht, hier reinzukommen, aber halt nicht, wenn man schon auf der anderen Seite ist. Ja, ja, ja. Kommst du her? Ja, die Sache ist vermutlich tatsächlich, die kommen immer ein bisschen tiefer auf einen zu. Aber wenn sie getroffen werden, werden sie wieder weiter nach oben katapultiert und sind dementsprechend erstmal wieder in Sicherheit. So, komme ich hier an diese Kiste ran? Yes, I do. Kinda, nope. Da ist irgendwie ein Weg, wie man da hinkommt, aber das ist nicht der. So, die sind respawned. Da ist wieder so ein Ding, womit ich noch nicht so richtig weiß, was man damit anfangen soll. Ich komme auch nicht von einem anderen Winkel irgendwie hin. Also, Höhe ist auch nichts. Einfach auf diese Art und Weise komme ich da nicht hin. Okay, ich werde ganz kurz dann doch nochmal gucken, ob ich da irgendwas mitmachen kann. Kann ich das mitnehmen? Ich probiere einfach nochmal. Ja, also sicher ist sicher, wir können das Ding nicht einfach kaputt machen. Doof. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nope. Okay, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt von hier aus nicht einfach so wieder nach oben hüpfen kann. Hab natürlich nicht. Dann habe ich mir so ein bisschen die Abkürzung weggenommen. Aber es gibt Schlimmeres. Auch hier komme ich nirgendwo runter. Okay, dann gehen wir über den Weg hier wieder. Nope. Ich bin zu voreilig, ignoriere die einfach mal ganz kurz. Denn so toll die XP ist, sich mit jedem Kampf hier rumzuprügeln, an dem ich hier eh schon gegen die meisten gekämpft habe, ist nicht wirklich interessant. Ich folge aber ihnen auch bis zum Ende der Welt. Holy shit. Ist hier noch irgendwas? Wie weit will ich folgen? Oh, schön. Man kann den Skill auch einsetzen, wenn man sein Schild oben hat. Das ist wiederum ganz cool. 2 Bomben wieder bekommen. Das soll mir helfen. Aber ich denke, jo, wir haben es mit dieser Insel schon wieder hinter uns. Gucken dann jetzt gemeinsam einfach noch kurz schnell, wo wir als nächstes hin müssten. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Wie komme ich denn da hin? So nicht. Da sieht es aus, als könnte man sich da irgendwie durchsprengen. Aber hier ist nichts zum Sprengen. Also entweder ist es... Ist mir der Trick, der Hinweis noch nicht aufgefallen, wie man, wo man Sachen sprengt. Aber zumindest bisher weiß ich es einfach noch nicht. So, das ist Great Forest. Lustig ist, dass wir durch das Ding ja durchgeschippert sind. Wir sind von hier... Hermit? Von Bomb sind wir hierhin. Wir haben angeblich diese Insel nicht gesehen. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wo wir uns dann zum Great Forest begeben.